letzte Hauptrundenspieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Schwenninger Wild Wings zu Hause gegen die Grizzlies aus Wolfsburg und die Schwarzwälder. Sie hatten ja schon zwei Tage zuvor gegen Iserlohn die Playoff-Teilnahme nach 22 Jahren perfekt gemacht. Und Pavel Groß und seine Truppe, sie mussten noch zittern. Und zwar um den direkten Einzug ins Viertelfinale. Und sie machten den ersten Fehler nach 10 Minuten. Und plötzlich stand es 1:0 für die Wild Wings. André Hult reagiert am schnellsten, weil Robbie Bina da die Scheibe nicht rausbringt. Der Schwede kurz angenommen, abgezogen, trocken durch die Schoner von Felix Brückmann. Der 10. Saisontreffer von Mann aus Börlänge in Schweden. Und die Wild Wings natürlich hat das Tor beflügelt. Sonnenberg auf Elser jetzt. Scheibe ist noch frei und dann wird hart nachgearbeitet. Aber am Ende kommen die Wolfsburger das Ding vor dem eigenen Kasten um Felix Brückmann geregelt. Gute Bewegung hier von Kai Sonnenberg. Elser jetzt bringt der Brückmann in Schwierigkeiten. Zweimal, dreimal wird nachgestochert, aber der Goalie, der Wolfsburger, hat die Situation letzten Endes unter Kontrolle. Hartz wurde gearbeitet im ersten Drittel. Und das war noch nicht vorbei. Die Wolfsburger, sie hatten vielleicht einen Tick mehr vom Spiel, aber zu wenig Scheiben auf den Kasten gebracht. Hier mal Sebastian Schurchner, aber Marco Wölfel, der den Vorzug vor Dustin Strahlmeier bekommen hatte, sicher gleich beim ersten Versuch von Sebastian Furchner. Hier nochmal der schöne Pass von Gammel Krebs und Marco Wölfel, der sein 9. Saisonspiel bestritt. Es waren viele Wolfsburger Fans mit dabei, die ihre Mannschaft versuchten nach vorne zu peitschen, aber die Wolfsburger ohne 7 Verletzte versuchten wenigstens zu Beginn des zweiten Drittels Akzente zu setzen. Alexander Karatschun nach nur wenigen Sekunden mit der Top-Gelegenheit. Hier Dixon mit dem feinen Zuspiel, aber Endstation einmal mehr Marco Wölfe. Sehen wir hier nochmal schön in der Hintertoreinstellung. Kein Vorbeikommen am Schlussmann der Wild Wings. Auf der anderen Seite Schwenningen in einem ruppigen Aufeinandertreffen. Immer wieder mit dem Versuch nach vorne zu spielen. Und dann gab es den Schlag hier auf die Hand von Markus Bukula. Und zwar von Kamil Krebs. Der nimmt sofort den Handschuh runter. Und der Finne wischt Jamie Sherrow noch eins. Aber Sherrow war eigentlich gar nicht beteiligt. Musste aber trotzdem runter. 5 plus Spieldauer Disziplinarstrafe für den Verteidiger. Und Pavel Groß konnte das überhaupt nicht verstehen. Jetzt also der 5-minütige Vorteil. Einmal mehr auf dem Eis für Schwenningen. Und prompt saß das Ding. Otto Nirek für den verletzten Damien Fleury in die erste Reihe gerutscht. Lässt sich hier überhaupt nicht abschütteln. Und dann gibt es den Tunnel Nummer 2 für Felix Brückmann, der hier wieder nur das Nachsehen hatte. Sie arbeiten, sie kämpfen, die Wolfsburger vor dem eigenen Tor. Aber Otto Nirek, der als einziger Schwenninger bislang alle Saisonspiele bestritten hat, mit seinem 8. Saisontreffer. Es war alles bereit für eine große Party in der Helios Arena. Und es sollte für die Schwenninger noch besser kommen. 47. Minute. Gigliatti sieht den freien Bohatsch an dem Pfosten. Und Markus Bukula, der sich davor bei diesem Stockschlag noch den Finger ausgekugelt hatte, steht goldrichtig, macht den Deckel drauf. 3:0 für die Schwenninger Wild Wings. Hier nochmal der präzise, aber nicht präzise genug Schuss von Dominik Bohatsch an den Pfosten. Brückmann da schon geschlagen, bekommt die Scheibe noch an den Schlittschuh und Markus Bukula mit seinem 14. Saisontreffer. Riesenjubel bei den Wild Wings, die auf die Pflicht die Kür folgen ließen. Wolfsburg in den Schlussminuten zumindest um Schadensbegrenzung bemüht. Hier nochmal mit einem Schuss, gut 5 Minuten vor dem Ende, aber Marco Wölfel, er hielt die Null und war an diesem Nachmittag nicht zu bezwingen. Also die Mannschaft von uns, also Schwenningen, die Boys, die haben richtig gut gespielt, die haben sich mal richtig warm gespielt für Mittwoch und wie gesagt, die haben kaum was zulassen. Es hat richtig Spaß gemacht zum Spielen heute. Wir waren heute ein bisschen zu passiv. Wir hatten mal eine gute Phase im zweiten Drittel, 10 Minuten lang. Dann haben wir uns ein bisschen mit der Strafzeit aus dem Spiel nehmen lassen. Ja, das müssen wir abhaken und jetzt greifen wir von neu an. Durch die Niederlage sind die Grizzlies aus Wolfsburg aus den direkten Playoff-Rängen gefallen. Müssen in die erste Runde
Und der Gegner da am Mittwoch heißt Schwenninger Wild Wings.